eine Lizenz habe ich auch schon hinter mir. Ich habe jetzt auch schon vier intensive Trainermonate hinter mir. Also bin sehr schnell wissbegierig und lernbereit. Ja gut, eine gewisse Erfahrung habe ich ja trotzdem, die man nicht erlernen kann. Das ist halt durch meine eigene aktive Karriere. Davon oder daraus nehme ich sehr, sehr viel mit und lerne natürlich auch schnell dazu. Nehme viel auf, auch von Trainerkollegen, und setze das dann einfach um. Natürlich nehme ich vieles aus der aktiven Zeit auch mit, aber wir sind ein Trainerteam, das ständig im Austausch ist, ständig die Einheiten versucht hochprofessionell aufzustellen, und natürlich bringt jeder seine Stärken mit ein. Aber das sind nicht nur meine Stärken. Natürlich bin ich erst kurz in dem Geschäft dabei. Du hast selber gerade gesagt, es scheint so, als wenn ich schon etwas länger dabei wäre. Und eine Lizenz habe ich auch schon hinter mir. Ich habe jetzt auch schon vier intensive Trainermonate hinter mir. Also bin sehr schnell wissbegierig und lernbereit und nehme viel auf. Und deswegen kann ich da auch mit Einheiten, die ich aus meiner eigenen Karriere umsetzen musste, jetzt auch mit ausüben, ausführen und in die Planung mit einbringen. Ich denke, Trainingslager müssen sein, um sich gut vorzubereiten auf die neue Saison. Mittlerweile sind die ja relativ kurz, die Trainingslager, insofern nicht mehr ganz so intensiv wie früher. Ob man sich darauf gefreut hat, ich glaube, wenn jeder ehrlich ist zu sich selbst, dann muss man ein klares Nein sagen. Aber es gehört einfach dazu, zu dem Job, zu dem Profifußball. Und man muss schon sagen, dass die Jungs hier wirklich richtig, richtig gut arbeiten, sehr konzentriert, sehr fokussiert, und dann macht es für alle Beteiligten auch echt viel Spaß.